So, ich habe hier gerade nochmal neu geladen, als ich auf die Brücke gekommen bin. Weil ich ehrlich gesagt wahrscheinlich ein bisschen viel verpasst habe durch diese Mausaktion. Nix. Und ich möchte ganz gern das alles noch irgendwie sehen. Hey, der Rest kommt irgendwie. Ah, da ist wahrscheinlich der Captain, der gerade Stress gemacht hat. Ist noch jemand da? Sieht nicht so aus. Keine Ahnung, wo die gerade herkamen, aber ist egal. So, einmal kurz Energiemodul. Wunderbar. Noch ein Energiemodul und das. Gerade ein bisschen Massenmob mal wieder betrieben, aber hey. Ja, oder auch nicht. So. Erstmal Energieverteilung aktivieren. Feuerkontrolle. Der Todesschrei ist noch nicht feuerbereit. Guck mal, da kommen sie gerade reingelaufen endlich. Wo ist eigentlich der Captain? Bist du der Captain gewesen? Wo hab ich denn gerade... Ha, Captain. Der ich wollte ganz gerne die Seitenwaffe des Captains gerne natürlich haben. Wow! Das sieht ja aus wie die Brücke bei Captain Cosmos. Ich... Soma, du stellst dich da drüben hin. Elliot dort. Ah, das sieht gut aus. Paulson, du kannst Jengels der Mondaffe sein. Und ich darf den Todesstrahl betätigen. Na gut. Ich bin kein beschissenen Weltraumaffen. Besiegen Sie das angreifende Raumschiff, ja, bitte. Ja. Kann ich? Ich meine, erst wenn der Knopf leuchtet. Jetzt. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ich sowas einmal tun würde. Scheiße, sie haben das Triebwerk erwischt und uns den Saft abgedreht. Was tust du denn, ey? Zu nerven da hinten. Moment, hat das jemand gehört? Ich habe hier gerade alle Hunde voll zu tun. Was immer du. Was hast du gehört, Sally? Ich drücke mal auf alle Knöpfe. Was hast du denn gehört? Was ist eigentlich hier unten? Kleiner Alien-Kristall, Energiemodul und ein Desintegrator mal wieder. Ach, der Japaner ist wieder da. Schön. Ja, wunderbar. Nee, das will ich alles nicht haben. Was ist hier unten? Reinlassen. Gut, lass den Chinesen rein. Ich kann seine Hilfe gut gebrauchen, falls es hier Ärger geben soll. Ich glaube, er kommt in Wirklichkeit aus Japan. Wie du meinst. Lade den orientalischen Edelmann mit dem Schwert höflich ein, sich uns anzuschließen. Und zwar sofort. Na dann. Samurai, ich bin froh, dass du noch am Leben bist. Ist ja echt irgendein Unterschied, was ich hier tue? Energieverteilung, also ich hab... Guck mal, jetzt habe ich... Eins... Ach ja, das ist mehr Schild. In Ordnung. Jetzt ist maximaler Strahl. Jetzt gehe ich wieder auf ein Schild. Okay, jetzt kann ich wieder auf maximale Waffe gehen. Wieder feuern. Maximaler Schild. Ach, guck mal, hier oben ist der Schild von dem anderen wahrscheinlich. Komm, feuer ruhig mal. Jetzt hat er nur noch zwei Balken. Wunderbar. Ja, komm, mach schon. Sie haben etwas Wichtiges erwischt. Die Schilde sind aufgefallen. Elliot ist getroffen. Das ist schlecht. 50%. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das war's. Das schon mal? Wunderbar. Und wir können wieder feuern.
Oh, du bist ja fast tot. Ja, wenn ich mal irgendwie mal sehen würde, würde ich auf den Kopf zielen, das stimmt. Und? Das sieht ganz gut aus. Sehr, sehr fein. So. Wieder maximal Schild einschalten. Wegen der Explosion. Ja, ich denke, das haben wir geschafft, wa? Hurra! Wir haben gewonnen! Ich wusste, dass wir es schaffen können! Ich wusste, dass wir sie besiegen können! Du bist sogar noch besser als Captain Cosmos! Wer immer es auch sein mag. Danke für deine Hilfe und ich hätte mir das nie geschafft. Immer noch Misstrauen? Was willst du jetzt machen? Ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Unten wird es mir bestimmt nicht mehr gefallen. Und einen großen Teil des Schiffs habe ich noch nicht gesehen. Weißt du was? Wenn ich etwas ganz besonders Hübsches finde, werde ich es dir bringen. In Ordnung? Naja, ich muss mal los. Aber danke für deine Hilfe trotzdem. Ich weiß. Ich habe dir auch sehr gern geholfen. Du bist trotzdem komisch, Mädchen. Ich behalte das Schiff für dich im Auge. Du willst aber nur dieses geile Mordinstrument hier behalten, mein Freund. Alter Schwede, gibt's hier viele Leute, die jetzt echt zerlegt wurden. Die möchte ich mir ganz gerne mal hier zu Gemüte führen. Moment. Items. Ich würde gerne das Ding damit reparieren. Und möchte mir jetzt gerne mal kurz mal das, die Seitenwaffe des Captains anschauen. Was hast du denn? Schaden 33. Was hat denn gerade ein, zum Beispiel der Desintegrator? Schaden 61 und Atomisator auch 33. Okay. Naja, gut. Dann nehme ich mir hier noch das Zeug mit. Da. Das. Nee, das habe ich schon. Ich meine ich. Immer auch dasselbe. Habe ich euch schon? Nein. Kann ich mit dir sprechen noch? Es ist also erledigt. Ich will nicht lang um den heißen Brei herumreden. Ich stehe in deiner Schuld. Ohne dich wäre ich tot. Oder vielleicht noch schlimmer. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich sehe mal nach, ob ich eine Möglichkeit finden kann, von diesem Ding herunterzukommen. Vernünftig, aber kann ich gleich mal ebenfalls helfen? Ich werde kurz mal hier meine Waffe übrigens wegstecken. Jetzt sind wir ja nur Freunde, nicht wahr? Hey, so. Ich dachte, du solltest das unbedingt wissen. Irgendjemand muss während des Kampfes gerade eben auf einen Knopf gedrückt haben. Ich habe auf zahlreiche Knöpfe gedrückt. Wenn ich die Anzeige richtig verstanden habe, dann haben wir eine Art von Zielflugfunksignal kurz vor DC zur Oberfläche geschickt. Ich würde es ja normalerweise nicht erwähnen, aber ich denke, wie gesagt, ich weiß nicht genau. Ich glaube, auf diese Weise kommen wir zur Erde. Das ist eine gute Idee. Im Quartier vom Captain steht offenbar ein Teleporter. Ich meine, jetzt ist das natürlich dein Quartier. Darum glaube ich, dass du nach Hause kannst, falls du das willst. Keine Sorge, ich werde hier oben bleiben und nach dem Rechten sehen. Warum werde ich hier oben bleiben? Verstehe ich nicht ganz. Aber gut, na? Ja, mag vielleicht sein. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Habe ich hier noch jemanden nicht gelootet? Ich habe hier schon mal einige erschossen, glaube ich, aus der Ferne. Ja, Epoxidharz, wunderbar. Noch mehr Energiemodule. Dich habe ich, glaube ich, auch nicht getötet. Also, zumindest nicht gelootet. Getötet vielleicht schon. Alter, schon liegen hier viele Waffen rum. Nein. Kurze Frage, Doktor. Kannst du mir noch ein bisschen was... Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh Mann, ich kann es kaum glauben. Ich hätte nie gedacht, dass wir es schaffen würden. Du bist spitze. Wirklich absolute Spitze. Ich weiß, ich weiß. Tot oder noch Schlimmeres. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen Dank. Übrigens, dank deiner Hilfe hätte ich das natürlich niemals geschafft. Ach, hör schon auf. Wir wissen beide, dass du es auch ohne mich geschafft hättest. In der Tat, ja. Aber kannst du noch ein bisschen was mit diesem adaptierten Biogel machen? Hier, bitte. Sollte recht gut funktionieren. Aber nimm dich vor den Nebenwirkungen in Acht. Ja, brauchst wunderbar. 42 Biogel entfernt. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich habe da unten eigentlich kein Zuhause mehr, oder? Ich glaube nicht, dass es mir dort sehr gefallen wird. Ich glaube, ich werde für ein Weilchen hierbleiben und versuchen, ein paar Geheimnisse dieser Technologie zu enträtseln. Wie komischerweise jeder, nehme ich mal stark an. Meinst du, dass sie irgendwann wieder zurückkommen? Mann, hoffentlich nicht. Aber wenigstens wissen wir jetzt, was wir mit ihnen machen müssen, stimmt's? Ja, kaputt hauen, kaputt schießen und vorher wahrscheinlich ihre Generatoren zerstören. Und vielleicht wäre es auch nicht verkehrt, wenn wir unsere Waffen so ein bisschen behalten würden. Oder vielleicht bräuchten die Eltern mal bessere Zellen, das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, sei muss los. Vorsichtig. Wunderbar. So, habe ich euch eigentlich schon gelootet? Nein! Mensch, habe ich noch mein Biogel von den Aliens, System? Nee, nur das. Ja, ich denke, dabei können wir es doch belassen hier.
Warte mal. Ich sehe, ist dir nichts passiert. Ja, das ist richtig. Aber hier noch einmal Biogel. Dankeschön. Das Quartier des Captains. Warte mal, hier kam der Samurai, glaube ich, gerade raus. Teleportationsmatrix öffnen. Okay. Ich möchte ganz kurz mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Hallo. Hallo. Ah, ich muss los. Du hast also keine wichtigen Optionen gerade. Irgendwelche. Okay, also keine Gesprächsoptionen. Na gut, ich gucke kurz mal, ob ich noch irgendwelche Gegenstände habe, die ich oder finden könnte, die ich hier mitnehmen sollte. Und all das ist nicht der Fall. Ich habe davon schon teilweise genug. Kann ich diesen Knopf hier drücken? Kann ich nicht. Nun, achso, Paulson. Ja. Das war ein Wahnsinnstrip, nicht wahr? Nimm es mir bitte nicht krumm, aber ich fand das nicht so spaßig. Mein ganzes Leben ist vorbei. Und das war es schon vor langer Zeit. Tut mir leid, aber ich kann das Ganze nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen wie du. Ja, ich verstehe. Entschuldigung. Ich muss jetzt los. In Ordnung. Okay. Hast du noch irgendwas zu sagen, mein lieber Japaner? Ja, okay. Ich höre mir das Ganze am besten von da drüben mal an. Und ich würde sagen... Guck mal, hier kann man einen Knopf drücken. Oh Gott, ist immer dasselbe. Zum Ödland der Hauptstadt würde ich kommen. Warte mal, wo käme ich denn eigentlich? Nein. Das ist der Triebwerksraum, okay. Aber wo kam ich denn da ran? Ach, das ist wieder leer. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit diesem DLC? Ich schau mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas Sinnloses weglegen könnte. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon recht häufig probiert. Ich überlege gerade, ob ich... Warte mal, komm. Ich trinke einfach das ganze komische Wasser weg. Warum? Damit ich noch mehr von diesen verdammten Desintegratoren mitnehmen kann, weil die einfach nur super geil sind. Nein, Atomisator ist mir natürlich völlig egal. Atomisator nur... Nein. 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 Ich meine, klar, wenn ich es auffüllen, wenn ich es... Wenn es nur noch Atomisatoren gibt, nehme ich auch dies. Egal. Noch mehr Atomisatoren. Komm. Ist egal. Nehmen wir die Atomisatoren. So. Und das. Bis ich ein bisschen überlastet bin. Aber selbst dann kann ich noch ein bisschen was wegreparieren, nicht wahr? Das Ding. Das Ding. Der Captain hat noch ein bisschen Wurmnahrung. Und noch ein Atomisator. Und da ist keiner mehr. Aber hier ist noch einer. Hallo. So. Was finden wir denn noch hier? Waffen, Alien-Atomisator, ganz viele. Und Alien-Desintegrator, okay, der ist relativ gut erhalten. Dann machen wir den noch zusammen. Jetzt haben wir noch 2 Kilo zu viel oder 2 Pfund zu viel. Dann kann der noch zusammengefügt werden. Und da kann noch einer... Ja, wunderbar, kann ich doch was mitnehmen. Super. Nein. Nein. Ja, stimmt, da wo leer steht, soll ich vielleicht nicht... Ein Atomisator... Ganz, ganz viele Atomisatoren. Sehr schön. Ganz, ganz fantastisch. Super. Dann kann ich nämlich auch die noch hier ein bisschen zusammenklöppeln. Ich bin bei 6 Pfund zu viel. Jetzt mal noch 4 Pfund zu viel. Genau, 2 Pfund zu viel. Und so passt das. Wunderbar. Ich speichere das Ganze. Und wir befinden uns auf dem Anflug ins Ödland. Ach geil, wir können es jetzt sozusagen hier wieder zurückbegeben. Na, wie geht's dir? Alter Schwede, was für ein Trip, was? Lisa ist mehr als erstaunt. Hier war also offenbar das Alien-Signal, das Alien-Schiff damals. Wo befinden wir uns eigentlich ungefähr? Gerade hier. Aber das ist Lokalkarte, okay. Funkleitstrahl des Aliens, na wunderbar. So. Das allererste, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist nicht zum Polizeiquartier von Germantown zu gehen, sondern... uns nach Vault 101 begeben, das ist Arafu. Und die Vault ist hier, nicht wahr? Vault 106, verdammt, da bist. Das Freilichtkino war es hier unten. Ah, hier. Nach Vault 101 zu begeben, um unseren geliebten Hund mitzunehmen, unseren wundervollen Johannes.
Ich höre dich doch schon. Immer vorsichtig sein. Ach, da bist du. Ich höre dich doch schon. Dogmeat? Ja, hast lange warten müssen. Komm, komm, Junge, gehen wir. Wunderbar, super. Okay. Das war also das zweite Add-on, was wir gespielt haben, nach Operation Anchorage. Mothership Zeta. Ich fand's ganz cool, hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem, weil das halt mal ein bisschen paar neuere Designs letztendlich mal gesehen hat und ein paar neue Gegenstände, die zwar allesamt wahrscheinlich viel zu stark sind. Könnt ihr mal ausprobieren, falls wir mal wieder einen Gegner sehen. Aber an sich natürlich total geil. Und natürlich das große Problem bei diesen DLCs ist leider, dass wir relativ schnell Level aufsteigen. Ich bin jetzt schon Level 23, glaube ich. Und ich meine, dass man insgesamt nur 25 Level zur Verfügung hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da ich aber noch einen wahrscheinlich relativ großen Teil, oder vielleicht die Hälfte, schätze ich mal, der Hauptserie noch nicht gespielt habe, habe ich natürlich relativ das Problem, dass ich dann überhaupt keine Erfahrung mehr sinnvoll benötige. Und dann einfach nur durchs Spiel huschen werde. Also was ich natürlich nicht Hallo. Versuche. Sind Doc Hoff. Auf der Suche nach einer Sprit? Na, das kann man so sehen, wie man will. Erstmal will ich kurz sehen, was du Sagen zu verkaufen Sie mir, hast. Was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Okay, du hast keinen Jet, das ist schon mal gut für dich. Stimpack, Stein, bla bla bla. Ist irgendwas Wichtiges? Stimpacks, ah ja, das nehme ich natürlich mit. Nuka-Cola. Eine Nuka-Granate, brauche ich nicht. Gut, ich habe was 387 Kronkorken, habe ich gerade. Guck mal, geht. Wurm nach den Aliens kommen, kannst du haben. Ich wollte es eigentlich weglegen, aber egal. Das Vorkriegsgeld, die Schachtel Zigaretten kannst du haben. Brauchanzug noch dabei, ja, guck mal an. Plasma-Pistole, Plasma-Minen, Plasma-Granaten, Plasma-Gewehr. Die Alien-Kristalle, die behalte ich mal, man kann die wissen. Kampfflinte behalte ich natürlich auch, Jet kriegst du sicherlich nicht. Impulsgranaten kannst du mal... Ach nee, warte mal, so viel Geld hast du gar nicht. Warte mal, doch. Was ist denn, wenn ich dir 8 davon gebe? Dann gibst du mir 197 Kronkorken. Ist das schon mal was? Hast du Haarklammern? Das ist ein guter Punkt. Nee, hast du nicht. Gauss-Gewehr, Gatling-Laser habe ich auch noch dabei. Ja, guck mal an. Finger habe ich hier, Eugene habe ich da. Ich habe einen Gatling-Laser und Eugene dabei. Ich frage mich, warum ich überlastet bin. Ist klar. Drohnenkontrollgerät habe ich noch dabei. Schön, kann ich aber gerne selbst behalten aus Spaß. Ein Buttercup-Spieltag habe ich für oben mitgenommen. Cool. Ich habe eine rote und eine blaue Zugriffsrate habe ich mit dabei. Das ist angepasst. Die Biogel, das ist ziemlich geil. Mit 162 Trefferpunkten zusätzlich. Willst du ein Atom... Ach nee, du hast nicht genug Geld. Ja, dann bleiben wir noch dabei. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch... Ja, ja. Hallo. Hallo. Und ich begebe mich direkt in mein Quartier, wo ich erstmal eine ganze Runde schlafen werde. Und vor allem auch recht viel Kram mal wegpacken möchte, nicht wahr? Weil ich habe gerade so viele Waffen dabei, die ich allesamt nicht unbedingt brauche. So. Rein mit uns. Habe ich irgendeine neue Figur? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Und hier kommt ein bisschen was rein. Ein bisschen meine ich sehr viel. Alien-Atomisatoren zum Beispiel. Kannst du alle 13 haben. Die kommen hier weg. Dann, was gibt's denn noch? Chinesisches Sturmgewehr behalte ich natürlich. Die Drohnenkanonen. Ach ja, stimmt. Die werde ich mal mitnehmen. Dafür werde ich mal sowas wie Raketenwerfer oder sowas wegpacken. Eugene kommt weg. Gatling-Laser kommt weg. Gauss-Gewehr behalte ich natürlich. Haarklammer, mein erstes Labor möchte ich eigentlich... Wie kann ich es denn eigentlich einsetzen wieder? Heckenschützengewehr, ja, bleibt noch bei mir. Impulsgranaten kommen alle hier rein. Zack, Kampfhinte behalte ich. Mini-Atombombe habe ich 10, wiegen aber nichts. Ich habe ganz viele Plasmagranaten, die alle weg können erstmal. Plasmagewehr, ja, weg damit. Plasmapistole, Plasmaminen. Alles Verkaufsware für mich eigentlich nur. Raumanzug kann weg. Das Schockschwert, das kann eigentlich bleiben. Seitwaffe des Captains kommt weg. Ja, Rösti oder sowas habe ich nicht mehr, oder? Nee, habe ich nicht. Wunderbar. Und Dinge zum Basteln habe ich auch gerade nicht. Es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack. Ja, das hoffe ich auch. Warte mal, Jet kommt hier rein, oder? Ja. Zack. Ich glaube, der Rest kann so bleiben, wie es ist. Und ich würde ganz gerne... Ach, ich will mich ausschlafen. Ha! Ich würde ganz gerne erstmal mein Haus wieder verändern, weil ich habe, glaube ich, mein Haus wieder auf den Normalzustand zurückgesetzt, was mich ein bisschen ärgert, ehrlich gesagt.
Ach, mein Bärchen. Ich würde gerne, es ist 6.17 Uhr, erstmal schöne, entspannte, kommen 9 Stunden mal den Schlaf der Gerechten. Wunderbar. Mir fällt übrigens gerade noch ein weiterer Grund ein, warum ich mein Glück steigern sollte. Je mehr Glück ich habe, desto mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Zufallsbegegnungen habe. Und ich möchte ganz gerne noch ein paar mal sehen in diesem Spiel. Johannes. Oh, Alter. Ich schiebe dich hier raus. Alter. Johannes. Zwinge mich nicht, mein Schockschwert gegen dich zu erheben. So. Oh, ist mitten in der Nacht. Naja, gut. Solche Dinge passieren. Wir gehen erstmal raus und ich würde ganz gerne eine kleine Mission beenden, die ich vor langer, langer, langer Zeit begonnen habe. Und zwar einem kleinen Jungen ein Zuhause zu suchen. Und dieser kleine Junge befindet sich, vielen Dank übrigens für diesen Hinweis, in einem Ort namens Graditch. Und dieser Ort namens Graditch muss erstmal wieder von mir gefunden werden. Nein. Chrysler-Gebäude, Waffenhaus, Wheaton, Schrottplatz, Agathas Haus, Güterbahnhof, Moresti. Nein, nein, nein. Nein. Minefield, ich glaube, hier in der Nähe war das. Hauptquartier der Regulatoren. Funkleitstrahl der Aliens. Nein, ich habe so vieles nicht mehr gesehen. Mein Gott. Arafu. Da darf ich ganz gerne übrigens mal. Ich will nicht nach Arafu. Vault 101. War das näher dran, als ich dachte? Außenposten der Ausgestoßenen, da soll man vielleicht mal irgendwann hingehen, überflutet den Metro. Ah, der waren wir schon mal. Die Metrostation Force Church, Mary Graditch, wunderbar. Und danach würde ich ganz gerne mal an einen Ort gehen, den ich bis jetzt noch gar nicht besucht habe. Welche das ist, weiß ich selber gerade noch nicht. Das werde ich aber mir jetzt mal eigentlich relativ spontan überlegen. Aber ich will ganz gerne mal was Neues sehen. Der Junge ist nicht hier. Nun, sollte der Junge nicht irgendwo hier sein? Hallo, Junge? Moment. Kürzlich erbaute Hütte. Brandes Haus, verlassenes Heim. Marigold Station. Wilkes Haus, irgendwie die Richtung wahrscheinlich dann. Immer schön darauf achten, wo es Ärger geben könnte. Ja, ja. Aber hier dürfen wir keinen großen Ärger erwarten. Wo ist denn der kleine Junge jetzt hin? Ich dachte, er wäre jetzt in der Station weiterhin. Er ist in diesem Container. Kürzlich erbaute Hütte, Hess. Die habe ich doch irgendwie hier gefunden. Ich hätte gehofft, dass er sich auch hier weiterhin aufhalten würde. Ist das hier die kürzlich erbaute Hütte? Sieht ein bisschen so aus. Oh. Schwer verschlossen. Na, ich bin gespannt. Nein. Aha. Eher nach links also. Oh, sehr gut. Und wir haben hier ein Labor. Na, schau mal einer an. Und ein Laptop. Dr. Lees oder Less. Verschlossenes Terminal. Durchschnittlich verschlossen. Mal schauen. Desolate. 2 von 8. Insuloma. Passt das denn mit 2 von 8? Das S ist richtig. Nur das S ist richtig, also nicht. Absolut. Das S ist richtig und das O ist richtig. Allerdings auch das L, das ist schlecht. Decorate, das D und das E, aber auch das A, das T und das E, das ist schlecht. Announce, O ist gut und E ist gut. Sehr schön. Dr. Weston Lesko. Wissenschaftsroboter Befehlseingabe. Erste persönliche Notiz. Gefahren. Ich weiß um die Gefahren der Manipulation der Natur. Ich habe die Rhetorik des Trara über Gottspielen gehört. Trotz allem bin ich entschlossen, diesen armen Dinger in ihren ursprünglichen Zustand, als sie noch harmlos waren, zurückzuversetzen. Und das ist nur durch genetische Umverschlüsselung möglich. Nun brauche ich aber noch eine geeignete Testperson. Meine Suche geht weiter, während ich die Formel optimiere. Probenstandort entdeckt. Ich habe das perfekte Exemplar für meine Experimente in der Marigold Station gefunden. Ich habe mich erst einmal unterirdisch eingerichtet, während ich mein Experiment vorbereite. Ich muss meinen Roboter nur kurzfristig etwas umprogrammieren und ich werde bereit sein, die heiklen Injektionen vorzunehmen und bald werde ich allen beweisen, dass meine Formel eine unsetzbare Alternative zur Vernichtung dieser missverstandenen Wesen ist. Was habe ich falsch gemacht? Batch A27 ist ein totaler Reinfall. Ich muss zu meinen ursprünglichen Formeln zurückkehren und den ganzen Prozess von vorn beginnen.
Vielleicht war der Arbeitsdruck unter diesen Bedingungen ohne ein anständiges Labor und die nötigen Gerätschaften daran schuld. Vielleicht habe ich aber auch nur einen Fehler beim Schneiden und Kleben der Gencodes gemacht. Oder ich bin einfach nur müde. Was immer es auch gewesen sein mag, A27 war ein Desaster. Ich muss baldigst eine neue Formel einbringen oder ich könnte die Früchte meiner Hypothese nicht mehr miterleben. Na, vielen Dank. Was haben wir denn für einen Befehlsangriff für den Wissenschaftsroboter? Fehler, Roboter außer Reichweite. Erstmal aktivieren. Port ist allerdings leer. Gut. Das stimmt. Das Port ist wirklich leer. Abraxo Putzmittel, alles irrelevanter Mist und ein paar leere Metallkisten. Oh, Dr. Lee's Kennwortaufzeichnung, ist ja toll. Und Lesko's Kennwortaufzeichnung. Das ist schon das fünfte Mal, dass ich den Code zu meinem Desktop-Terminal vergessen habe. Ich muss mich wirklich besser organisieren. Das Kennwort für meinen Terminal lautet Formicidae. Ob ich mir das wohl merken kann? Selbstnotiz. Dieses Holoband zerstören, sobald Umzug in neues Labor abgeschlossen ist. Ja. Und die Notiz, Dr. Leskos. Was haben wir gerade schon gehabt? Aliengefangene Aufzeichnung 18, ja. Ich kann's kaum erwarten, Marsha und Karen davon zu erzählen. Stellt euch vor, ich bin auf einem echten Raumschiff. Ja, hat ja echt viel gebracht, würde ich sagen. Okay. Oh, sie zeigen auf... Ich soll da hineinreden? Was ist das? Ist das ein Weltraumtelefon? Hey, ja. Marsh, Janet hier. Du wirst nie erraten, wo ich gerade bin, nie. Ich höre dich zwar nicht, aber ich sag's dir trotzdem. Ich bin im Weltraum. Ich war allein auf der Autobahn unterwegs, als plötzlich dieses Licht auftauchte. Und schwupps. Bin ich auf einem echten Raumschiff? Wirklich wahr? Um mich lauter plappernde kleine grüne Männchen, die auf Sachen zeigen und mit mir reden wollen? Ich wette, die haben noch nie einen Menschen gesehen. Ich plaudere jetzt noch ein bisschen mit ihnen. Wir sehen uns dann beim Lunch, dann erzähle ich dir alles. Ich muss meine Kamera dabei. Ganz ehrlich, dich hätte ich auch seziert. Tisch mit allerhand Schnickschnack drauf. Also, ich muss los. Küsschen. Gut, ich gucke ganz kurz mal hier unten noch nach dem Jungen, weil das wäre schon irgendwie wichtig. Ein Gegner scheint es hier nicht wirklich zu geben. Was mich aber interessieren würde, was eigentlich mit dem Doktor hier passiert. Hat der nicht die ganze Zeit den Jungen aufgepasst? War es nicht so? Boah, ich habe ihn dazu verpflichtet, das kann natürlich auch sein. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo es hier eigentlich lang geht. Die müssen einfach nur immer tiefer rein, also war es einfach nur. Das ist schon mal. Das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich, hier. Ja. Hier unten war irgendwo das Loch, rechts das Labor. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, das Labor ist zumindest nicht hier. Ich habe jetzt also nicht richtig Erinnerung. Das ist schon mal nichts überraschend. William Brandis, ja. Das hat man schon mal geklärt, glaube ich. Ich glaube, ich sollte mir irgendwie suchen, aber es war nicht so. Nein. All das ist offenbar falsch. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Ach, guck mal, hier ist das Labor. Und der Kleine ist nicht hier. Hier ist das Loch gewesen. Okay, so falsch lag ich gar nicht mal. Das ist immer schön. Ganz ehrlich, so eine Schuppentür. Deutet eigentlich schon an, dass es alles... also das sieht eigentlich auch mal aus wie so ein Horror-Folterkeller. Bisschen wie ein Chainsaw Massacre. Liegt immer noch hier rum. Auch geil. Irgendwo hier ganz unten war auch die Königin, die ich wahrscheinlich genauso töten könnte, wenn ich das wollte. Aber der Doktor war ja auch irgendwie hier, nicht wahr? So, hier vorne gleich rechts im Hauptraum rein. Genau, dass ich mich daran noch erinnere, ist ein Witz für sich. Gut, wollen wir jetzt gleich einen Terminal eigentlich hacken, oder? 4 Versuche übrig. Generated. 5 von 9 korrekt. Fortified, passt glaube ich nicht. Delivered, das könnte es sein, auch von 5 von 9 korrekt. Okay.
Scripting 9 indicated. Das I wäre richtig. Das TED wäre richtig. Das passt jetzt trotzdem nicht. Dedicated wahrscheinlich. Hallo Dr. Lesk, was kann ich heute für Sie tun? Mutagenprobe, was war es nochmal? Neue Mutagenformel synthetisieren? Fehler, Masterverschlüsselungssequenz erforderlich. Sperrimpuls senden? Impuls wird gesendet. Das war doch richtig, oder? Kontakt bestätigt, Verstärkung angefordert. Oh. Gut, das war vielleicht noch nicht so clever. Moment. Items, wo war das denn gerade? Hier, Desintegrator. Na, ich würde ganz gerne lieber die Ameisenkönigin töten. Nicht Dr. Lesko, auch nicht den Roboter. Okay. So, jetzt ist, glaube ich, gut. Den Kopf. Und das war's. Sehr gut. So, dein Arm ist verkrüppelt. Das ist mir eigentlich scheißegal. Ich werde es richtig machen. Das werden die schon sehen. Ja. Was brauchen sie denn? Wo ist der Junge? Was werden Sie denn jetzt? Also, was soll ich mit Brian Riggs machen? Sie sollten ihn hier wegbringen. Suchen Sie ihm ein Zuhause. Es fällt mir schwer, meine Experimente zu Ende zu... Ja, aber... Können Sie für den Tod seines Vaters die Verantwortung nehmen? Das hatte ich alles schon gehabt. Mist. Ja. Was werden Sie jetzt machen, Doktor? Ich werde jetzt meine Forschungen fortsetzen. Ja, okay. Gut, Mann, hat mir alles nichts gebracht. Kann mit der Königin noch irgendwas anstellen? Ameisenpheromone. Okay. Johannes, hast du sehr gut gemacht. Lass dich kurz nochmal diesen Rechner hier ran. Mutagentank. Aktivieren. Was brauchen Sie denn? Von dir tatsächlich gar nichts. Ich will nur... Dankeschön. Ich will nur an den Rechner ran. Und zwar neue Mutagenformel. Na, Verschlüsselung. Ah, Mutagenprobe vernichten. Neutralisierungsmittel hinzugefügt. Mutagen vernichtet. Jetzt synthetisieren. Ich habe Karma dazu gewonnen. Das freut mich. Aber so richtig weitergekommen bin ich jetzt hier auch noch nicht. Na gut. Dann hauen wir doch einfach mal ab. Keine Ahnung, wo Brian Riggs gerade ist. Tut mir leid. Das Dumme ist, dass wir jetzt also nicht immer mit der Schnellreisefunktion woanders hingehen können, sondern tatsächlich den ganzen verdammten Weg zurückgehen müssen. Und obgleich ich relativ schnell hierher gefunden habe, was mehr oder weniger schon wunderbar, würde es sich doch zeigen, ob ich genauso schnell wieder zurückfinden werde. Aber jetzt schon... Müsste ich gucken, wo ich hier eigentlich wieder rauskomme. Ah ja, wunderbar. Das wäre Punkt Nummer 1. Der Desintegrator ist eigentlich fast so geil wie das Gauss-Gewehr. Oder eigentlich fast noch ein bisschen geiler, weil du halt irgendwie 100 Schuss dafür hast. Ach, guck mal, das ist dein Terminal, das andere Terminal habe ich ja auch schon gehackt, also brauche ich das nicht mehr wirklich hacken, genau genommen. So, ich nehme an, wenn ich jetzt hier rausgehe, komme ich schneller raus. Hoffe ich zumindest. Wenn es noch einen Ausweg hier gibt, ja, tatsächlich. So, hier geht es schon mal nach oben. Nach oben ist schon mal nie verkehrt. Mit diversen weiteren Insekten. Okay. Ich husche hier recht schnell durch. Und nochmal weiter nach oben. Hier ist schon sowas wie Licht. Ah, jetzt sind wir schon mal in einem Tunnel. Und das scheint eine U-Bahn-Station zu sein. Also von der U-Bahn-Station kommt man da relativ schnell raus. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir uns das nächste hinbegeben. Wir haben ja schon so ein paar kleine Örtchen mehr uns mal angeschaut. Was ich, Germantown und Arifu und hier Greyditch hier. Mal schauen, was wir noch so finden können. Wir könnten mal wieder in diese unterirdische Stadt zurückgehen mit den Vampiren und ihnen reichlich Vampirblut, nicht Vampirblut, sondern normales Blut geben. Damit sie wieder ein bisschen Ruhe halten können. Geht's hier nicht irgendwie raus? Okay. Das war wohl nichts. Kommt man hier vorbei? Nein. Kommt man da vorbei? Nein. Ganz großes Kino. Kommt man hier raus? Nein. Von da kamen wir, also gehen wir mal in die andere Richtung einfach. Ach, vielleicht kommen wir mal hier raus.
Ja. Ja, ist zumindest immer weiter höher. Warte mal, das ist nicht der Weg, durch den ich gerade reingekommen bin. Ne, es geht weiter nach oben. Also von daher müsste es irgendwie noch so hinhauen. Dummerweise komme ich hier kein Stück weiter. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, wir sollten vorsichtig sein, uns nicht zu verirren. Wieso bin ich nicht einfach denselben Weg reingelaufen oder rausgegangen, wie ich reingegangen bin? Ganz einfach, weil ich mich damals schon nicht mehr daran erinnert habe. Aber gut. In Oberschleißhofer war ja gar nicht mal so häufig bisher. Hüstel. Guck mal, da hinten geht es auf jeden Fall raus, weil das ist so ein Gitter. Und bei dem Gitter geht es immer irgendwie raus und keine Ahnung, wo wir jetzt genau rauskommen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht kommt mal irgendwann Brian Wilkes mal zu uns, der kleine Knabe. Vielleicht ist aber auch schon, ist der Auftrag aber vielleicht auch schon erledigt gewesen, als wir ihn in diesem Hotel ein neues Zuhause gesucht haben. Und er ist dann irgendwie verschwunden oder was, ich weiß es nicht. So. Raus mit uns, Falls Church, meinetwegen in Falls Church. Oh, ein Gegner. Hallo? Und ein weiterer mit Hämmerchen. Ja, du hättest auch nicht wirklich warnen müssen. Nimm ich mal beides mit. Hast du noch was Wichtiges? Nur ein Holzhammer. Da hättest du noch ein weiterer Gegner offenbar. Und da ich nicht reisen kann, wenn Gegner in der Nähe sind, müsste ich den wohl mal kurz töten. Ist hier irgendwas drin? Oh ja, Munitionskisten. Leicht verschlossen. Nein. Ja, komm. Ach, puh. Dann eben so. 5 mm Schuss. Auch schmutziges Wasser, das ist Mist. Und 32er Schuss. Ich wollte sagen, wo bist du denn, du verdammter Gegner? Oh, das ging aber sehr angenehm von der Hand. Und wie schnell das Ding nachlädt, ey, ist ja unnormal. Eine Jagdflinte und... Gut, dass ich dich integriert habe, sonst hätte ich wahrscheinlich Johannes zerrissen, da du Hundfleisch dabei hast. Und ich würde sagen, in der nächsten Episode gucken wir uns gleich mal an, wo wir uns demnächst hinbegeben werden. Bis gleich.